Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und heute geht es um das Manifestieren, aber auch das Abklären. Das heißt Abklären, den Kopf freikriegen, Raum zu schaffen, dass man empfangen kann, was ist mir selber wichtig und was möchte ich wirklich, was ist mir so wichtig, dass ich es auch manifestieren kann und auf die Erde bringen kann, also erden kann. Und wir werden da heute zwei Teile machen. Das eine ist das Manifestieren, das andere ist natürlich auch zuerst einmal den Kopf freikriegen und klären, nämlich mit Konzepten, die du gespeichert hast. Wir alle haben Konzepte gespeichert, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und da werden wir mal schauen, dass wir wirklich erst da mal eine Lösung reinkriegen und eben diese gespeicherten Musterkonzepte rauskriegen. Also schließ einfach mal deine Augen. Und atme mal tief ein und erlaube deinen Atem einfach ruhiger zu werden. Also einatmen und wieder ausatmen. Und du beginnst jetzt alte Konzepte aus deinem Kopf rauszuräumen. Stell dir mal deinen Kopf vor wie ein Zimmer oder einen Keller oder einen Dachboden, wo lauter staubige Kisten gelagert sind. Und in diesen Kisten befinden sich dann Erinnerungen, befinden sich Glaubensmuster, befinden sich Konzepte, die du aus deinem Ahnensystem übernommen hast. Und du erlaubst dir jetzt mal, diesen Raum, diesen Dachboden oder Keller freizuräumen. Und dazu holst du dir Unterstützung. Nämlich wirklich so aus der geistigen Welt Hilfsenergien, die dir diesen Raum freiräumen. Also quasi eine Wohnungsräumung auf energetischer Ebene. Und da wird alles abtransportiert und rausgebracht. Alle Glaubensmuster aus deiner männlichen Linie, aus der väterlichen Linie. Glaubensmuster aus deiner weiblichen, mütterlichen Linie. Und Glaubensmuster, Prägungen aus deiner Kindheit. Und da erlaubst du jetzt nochmal, alles loszulassen. Ich gebe dir Erlaubnis, dass sich diese Muster lösen. Also du gibst dir Erlaubnis so in dein Unterbewusstsein rein, in dein inneres Kind. Und in deinem Bild kannst du dir nochmal vorstellen, ja, räumen Sie bitte wirklich alles raus. Alles aus diesem Raum, aus diesem Keller raus, dass der frei wird. Und nun werden auch alle Themen rausgeräumt, wo du energetisch gebunden bist oder verwickelt bist. Vielleicht steckst du in Tätigkeiten oder in Beziehungen, wo du nicht weiterkommst. Und auch diese werden jetzt einfach mal gereinigt und es wird frei gemacht. Und je freier dieser Raum wird, umso klarer, weiter und reiner wird auch dein Bewusstsein. Du spürst das Gefühl, dass nichts unmöglich ist. Dass alles in deiner Kraft, in deinen Möglichkeiten liegt. Dass du alles kreieren und schaffen kannst, was dir wichtig ist. Und in diesem Bewusstsein, in diesem tiefen, tiefen Vertrauen, spürst du, dass diese Freiheit von deinem Kopf aus sich auch durch deinen Körper ausbreitet
und bis in die tiefsten Schichten deines Daseins fließt. Du spürst einen Manifestationskanal von der Inspiration zur Manifestation. Und du spürst, dass dieser Kanal durch dich hindurchfließt und dass du alle Möglichkeiten hast, diesen Kanal zu nutzen. Sämtliche Energien, wo du dich klein gehalten hast oder klein gehalten wurdest, vielleicht aus deinem Umfeld, ob das das Arbeitsumfeld, Freundesumfeld ist, ganz egal, dein soziales Umfeld, all dieses Kleinhalten wird nun gelöst und transformiert sich. Und du spürst jetzt auch, dass die Aspekte, wo du noch festhältst, wo du emotional noch festhältst, wo du emotional gebunden bist, jetzt auch in Bewegung kommen und abfließen. Alles, wo du das Gefühl hast, das weiß ich und so ist, das darf nun gehen, darf dich nun verlassen. Auch wenn es der positivste, schönste Gedanke ist, alles geht raus. Denn du bist heute hierher gekommen, um ganz klar deine Vision zu erfahren, dich loszulösen von alten Bindungen und 100% deine Vision zu manifestieren. Ich manifestiere meine Vision zu 100%. Und du spürst nun, wie sich dieser Raum gereinigt hat, wie alles freier ist und wie du in eine weiße, strahlende Energie eintauchst. Und dieses weiße, strahlende Licht entspricht auch deinem Innersten, deinem Seelenlicht. Und du spürst, dass du hier bist, um zu manifestieren, um absolut in deine Kraft, in deine Schöpferkraft zu kommen. Und nun erlaube nochmal so deinem Seelenlicht sämtliche politische Parolen, sämtliche Themen, die du immer wieder gehört hast von außen, die immer wieder wiederholt werden, auch im Fernsehen, im Radio, im Internet, dass du all diese Meinungen nochmal ganz bewusst abgibst und diese Manipulationen löst. Ich lasse mich nicht mehr länger in den Pseudoketten der Manipulation festhalten. Ich lasse mir von niemandem mehr erklären, was möglich oder was unmöglich ist. Ich kreiere mein Leben. Atme nun tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir nun, deine eigene Vision zu empfangen.
Du hast Freiraum geschaffen und bist nun im Zentrum deines Freiraums und empfängst nun deine Vision. Vielleicht ist es eine Vision der Heilung, vielleicht ist es eine Vision der Liebe. Vielleicht ist es eine Vision des Tuns, des Tätigwerdens. Egal was es ist, erlaube jetzt mal diese Vision. Und erlaube nun auch diese Manifestation, also diese Vision zu manifestieren. Dein inneres Bild, deine Vision darf nun lebendig werden, geboren werden, auf die Erde kommen, sich manifestieren. Atme tief ein und wieder aus. Und lass nun vor allem dieses Wie fallen, diese ganzen Anspannungen, dieses Wie geht etwas, wie funktioniert etwas. Vergiss mal das Wie. Erlaube dir einfach, deine Vision zu manifestieren. Und spüre, wie diese manifestierte Vision dir Kraft gibt. Spüre, wie du Schöpferin und Schöpfer deines Kosmos wirst. Wie du sämtliche Talente und Temperamente in absoluter Meisterschaft lebst und vervollständigst. Und diese Kraft, diese Schöpferinnenkraft, diese Schöpferenergie fließt durch dich hindurch. Und du spürst Power, Freiraum, Mut und Klarheit. Und du spürst, dass jede Zelle deines Körpers, jede Faser deiner Existenz magisch ist, aufgeladen ist, voller Kraft ist. Atme tief ein und wieder aus und spür mal diese Kraft, diese Lebendigkeit. Hier und heute nimmst du dir vor und versprichst dir selber, dich nicht mehr aus deiner Schöpferinnenenergie, Schöpferkraft herausdrängen zu lassen, dich herausmanipulieren zu lassen. Hier und heute nimmst du dir vor, absolut in deiner Kraft, in deiner Mitte zu bestehen. Ich bleibe beständig in meiner Schöpferkraft. Nichts und niemand kann diese Kraft, diese Sicherheit nehmen. Atme nun tief ein
und wieder aus. Und spür deine Power, spür deine Kraft und spür auch deine Vision und Klarheit. Jeden Schritt, den du tust, alles, was du jetzt machst, bringt dich deiner Vision näher, steht jetzt im Dienste deiner Vision, deiner Urkreativität, deinem Urlicht. Und spüre, dass dieses Licht ein Geschenk ist. Es ist schön, dass du dieses Licht leben kannst, denn nur du hast dieses Licht in dir. Es hat niemand anderer. Bedanke dich jetzt bei deinem höheren Selbst, bedanke dich bei deinen geistigen Helfern und Führern. Spür nochmal so diese Vision, diese Klarheit. Spür, dass sie tief verwurzelt ist. Und spüre, dass du angekommen bist. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich durch, beweg deine Arme und Beine. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und öffne deine Augen. Wie ist es dir gegangen? Wie empfindest du denn diese Energie? Ich freue mich natürlich auf deinen Input, deinen Kommentar. Schreib es mir gern unten rein und lass mir gern einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erani. Tschüss, bis nächstes Mal.